Gran Turismo 7 hat eine Menge Einstellungen und in diesem Video zeige ich dir, was du nicht falsch machen sollst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zu einem Video in Gran Turismo 7. Heute geht es um Einstellungen des Spiels. Ich habe viele Anfragen bekommen bezüglich Tuning und Einstellungen beim Fahrzeugen, aber wir müssen mal ganz vorne anfangen, nämlich mit den Fahrhilfen in Gran Turismo 7. Hier kann man doch etliches falsch einstellen und man versucht dann vielleicht über sein Setup beim Auto was zu ändern, aber man hat eigentlich gar keine Chance, da man eben hier bei den Fahrhilfen einiges falsch gemacht hat. Wir vergleichen in diesem Video einige Fahrhilfeeinstellungen und dann kannst du drauf kommen, okay, was kann ich testen, was kann ich umstellen. Als allererstes, ich werde es in Automatik spielen. Warum? Weil es dann am konstantesten ist. Würde ich selber schalten, dann ist es nicht so konstant, finde ich. Dann kann ich ja mit dem Gang oder mit der Schaltung viel ausgleichen. Deswegen lasse ich es auf Automatik. Ich spiele es heute auch mit Controller und nicht mit meinem Lenkrad. Als allererstes schauen wir uns an, wir spielen Traktionskontrolle auf 1. ABS haben wir auf schwach. Warum die so sind, dazu kommen wir gleich, aber ich muss wo anfangen. Aber als erstes schauen wir uns an die aktive Stabilitätskontrolle. Die habe ich jetzt im Moment auf 1. Also die haben wir jetzt aktiviert und wir sehen es auch, sobald wir fahren. Das heißt, wir haben rechts unten dieses Rufzeichen und wenn das Rufzeichen blinkt, dann greift diese Stabilitätskontrolle ein. Was macht die? Naja, sie hilft uns ganz einfach auf der geraden Linie, dass das Auto nicht irgendwie ausbricht. Es versucht es stabil zu halten. Was ich aber drauf gekommen bin in Gran Turismo 7, dass sie eigentlich keine Auswirkung hat. Also das, was ich hier habe, das ist eigentlich die Traktion und nicht die Stabilität. Und so wie hier, sie blinkt zwar, aber ich merke hier nicht wirklich, dass sie was macht. Ah, um ehrlich zu sein, ich habe einiges getestet vor dem Video. So circa 2-3 Stunden bin ich mal im Kreis gefahren und habe einfach Einstellungen getestet. Und hier muss ich dazu sagen, die kann man eigentlich deaktivieren. Ah, also hier... Wenn ich sage Fahrhilfeeinstellung, ich nehme die mal weg, nämlich die Stabilitätskontrolle, dann merke ich keinen Unterschied. Wichtig ist auch, wenn ihr natürlich nicht Asphalt fahrt, sondern auf Matsch, also auf Schotter und so weiter, dann ändern sich natürlich die Einstellungen gegenüber dem Video. Das ist jetzt ein Video, wo es um Asphalt geht. Solltet ihr an Matsch interessiert sein, also an diesem Rennen, dann bitte in die Kommentare schreiben. Aber hier merke ich, um ehrlich zu sein, jetzt keinen Unterschied, dass ich die Stabilitätskontrolle abgeschalten habe. Man macht also für mich hier nicht wirklich einen Unterschied. Könnt ihr auch selber testen, merkt ihr nicht wirklich. Also macht die aus, weil ich denke schon, wenn man sie anhat, dass das Spiel dann eingreift. Wenn es aus ist, na, dann macht er nichts. Also dann ist schon mal besser, als wenn er eingreift. Ups, verbremst. Somit lass die mal aus. So, ich stelle mich jetzt nochmal hier gerade hin. Und jetzt schauen wir uns die nächste Einstellung an. Nämlich, wir haben hier die Traktionskontrolle. Was macht die Traktionskontrolle? Naja, er versucht, das Durchdrehen der Räder zu verhindern und das Auto zu beschleunigen. Man sieht es in der Einstellung, und zwar, es fängt an, dieses... Auto mit diesem Schleuderzeichen zu blinken. Ich werde jetzt einmal die Traktion auf 5 stellen. Das kann ich im Spiel machen. Nämlich, wenn ich hier unten einstelle, die TKS auf 5. Und was wir hier sehen werden ist, dass ihr das Auto sehr hemmt. Nämlich, wenn ihr aus der Kurve geht. Ich werde jetzt hier einfach einlenken. Und drücke jetzt drauf, wo man sieht, er... aktiviert die ganze Zeit und ihr bekommt eigentlich die Kraft, wenn ihr aufs Gas steigt, nicht auf den Asphalt. Also ihr hemmt euer Auto. Am besten sieht man es hier in der Kehre oben natürlich, wenn wir im ersten Gang sind. Das heißt, ich lenke jetzt ein, ich drücke jetzt schon aufs Gas. Und er wird komplett gehemmt. Ja, also hier merkt ihr sofort, vor allem in den langsamen Kurven, weil nur dort greift es auch am meisten natürlich die Traktionskontrolle, dass ihr euch selber zurückhaltet eigentlich. Denn ich lenke jetzt hier ein, drücke jetzt Vollgas und man hört, er
ist halt gebremst. Ja, also das macht diese Traktionskontrolle auf 5. Was würde sie machen, wenn ich sie jetzt auf 0 stelle? Naja, jetzt habe ich gar keine Traktionskontrolle hinten mehr. Das heißt, man sieht, sobald ich aufs Gas gehe, dreht er die Räder durch. Viele sagen, ein echter Simracer schaltet alles aus. Ja, es kommt aber auf die PS-Zahl an. Also irgendwann einmal geht es halt nicht mehr, dass man es auch wirklich übers Gas komplett hält. Also Traktion 0 ist halt schon, man muss halt da sehr gefühlvoll sein und man kann halt nicht so aufs Gas gehen, wie man möchte, meiner Meinung nach. Man hemmt sich halt selbst. Und man sieht, er bricht halt auch relativ viel aus. Wie fahre ich das Spiel? Ich fahre es auf Traktion 1. Auf 1 habe ich die Erfahrung gemacht, dass er mir am wenigsten eingreift, aber ich nicht Gefahr laufe, sehr schnell zu übersteuern. Das heißt, dass er mir eben hinten wegdreht. Ganz einfach. Das heißt also, ich lasse sie auf TK1 und bin mit dem eigentlich am besten gefahren bei den normalen Fahrzeugen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Tomahawk ist, ob der bei 1 irgendwas macht. Nur so wie hier, man sieht, man muss leicht korrigieren, aber er bringt die Kraft mal gut auf die Straße. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Wenn ihr also der Meinung seid, ihr habt sehr viel Kraftverlust beim Beschleunigen, dann schaut euch einfach diese TKS-Steuer, also Einstellung an, wie viel ihr dort habt. So wie jetzt kann ich schön draufsteigen. Solange ich nicht voll einlenke, passt's. Das Optimale wäre eigentlich, wenn man sie permanent umstellt. Nur, da wird man natürlich sehr busy. Was meine ich damit? Naja, so wie jetzt brauche ich die Traktion, dann mache ich sie aus. In der Kurve zum Beispiel mache ich sie jetzt wieder an, damit ich halt früh aufs Gas gehen kann und mache sie sofort wieder aus, dass er die Kraft drauf bringt. Wird halt anstrengend. Ja, man muss halt dauernd korrigieren, rauf und runter. Nur es hat natürlich auch einen Sinn, wenn ihr dann denkt, jetzt an irgendwelche Rennfahrer selbst, die dauernd dann wie ein Lenkrad ihre Maps, also ihr Mapping ändern. Das ist der Grund dann auch natürlich bei solchen Sachen. Ja. Also ihr seht, jetzt bin ich wieder auf 0. Lass ihn halt jetzt ohne irgendwas beschleunigen. Oben ist es egal. Das heißt, jetzt kann ich wieder dann auf die 1 gehen. Kommt zu einer Kurve. Nehme jetzt die Traktionskontrolle und jetzt stelle ich es wieder auf 0 und er hat wieder auf der Geraden ohne irgendeinen Verlust, bis er hochdreht, keine Traktionskontrolle an. Ja, also so wäre es optimal zu spielen, nur wie gesagt, es wird dann anstrengend, weil dann habt ihr vielleicht auch noch andere Gegner, ihr müsst euch auf andere Sachen konzentrieren. Das heißt, man merkt es jetzt hatte ich es zu früh aus. Und dann kommt auch nicht so wirklich dann auch weg. Ja, also dann dreht auch relativ viel durch. Also deswegen für mich die optimalste Einstellung TK1. Ja, also stehe ich dazu. Ja, auch wenn ich mit Lenkrad manchmal fahre, oder das meiste, jetzt halt mit Controller, auch mit Lenkrad fahre ich mit TKS1. Ja, das heißt, ich lasse das einfach an. Das passt. Als nächstes schauen wir uns an Bremsen. Viele sagen auch, ja, man muss ja ABS auch ausmachen und so weiter. Ich selbst bin Fahrlehrer geprüfter, staatlicher in Österreich für alle Klassen. Und ABS ist ein sehr ein schönes System. Denn ABS heißt, auch wenn ich bremse, kann ich lenken. Das ist eigentlich der Sinn von einem Anti-Blockiersystem. Im Regen merkt es noch extremer in diesem Spiel, aber auf Asphalt reicht schon. Ich werde jetzt einfach das ABS schwach, ist normalerweise genug, auf Ausstellen. Dann merkt ihr, sobald ich bremse und ich lenke, macht er nichts. Ja, ich habe jetzt gebremst und gelenkt. Das ist ein Anti-Blockiersystem, funktioniert im realen Leben genauso. Würde ich nie abschalten bei meinem Privatauto. Und wenn ihr es hier spielt mit abgeschalteten, dann müsst ihr relativ früh bremsen, die Bremse lösen und dann einlenken. Ja, sonst kriegt ihr es nicht hin. Also sehr früh bremsen, einlenken und beschleunigen. Macht Sinn, ohne ABS zu fahren? Ich finde nicht, denn ihr habt auch relativ viel Reifenabnutzung. Ihr werdet es merken bei Langstreckenrennen. Ich habe es hier getestet auf ein paar Runden. Es fängt auch zu blinken an da unten. Und es geht halt sehr auf die Reifen. Und ihr könnt halt nicht einlenken.
Wir haben auch etliche Kurven in dem Spiel, wo wir in der Kurve bremsen müssen. Und sollte er hier blockieren, was er meistens tut, dann kriegt ihn einfach nicht um die Ecke. Ja, also so wie hier, ich bremse ihn jetzt halt relativ früh an, lenke und erst jetzt, wenn ich aufmache, dann seht ihr, er lenkt. Ist halt für mich nicht schön zu fahren, um ehrlich zu sein. Also ABS heutzutage ist halt was Normales und deswegen lasst es auf schwach. Ich habe auch nicht wirklich einen Unterschied zu Standard rausgefunden. Also könnt ihr diese Einstellungen ruhig so übernehmen. Ich habe, wie gesagt, jetzt TKS 1, ABS schwach, Stabilität aus. Das reicht eigentlich. Wir helfen also wirklich nur beim Bremsen, dass ich halt hier auch einlenken kann. Sobald ich drauf komme, oh, ich bin zu lang, zu schnell. Man sieht es, jetzt habe ich gebremst und er lenkt trotzdem. Finde ich, ist eine normale Sache. Heutzutage bei Autos. Und macht euch das Leben nicht schwerer. Wie gesagt, bei TK 5, also das ist dann schon zu... Ja, ihr kastriert euer Auto, in Wahrheit. Also das wäre zu viel. Solltet ihr wirklich stärkere Autos haben, probiert es auf 3. Wenn ihr sagt, ich komme aus der Kurve nicht wirklich raus, ohne dass ihr irgendwelche Einstellungen gemacht habt am Fahrzeug. Denn wir können natürlich das Fahrzeug auch über ein Stabi und so weiter noch einstellen. Das wird es aber in einem anderen Video geben. Wichtig ist mir in diesem Video, euch einfach zu zeigen, ihr könnt wirklich auch bei den Fahrhilfen viel falsch machen, wenn ihr es zum Beispiel auf 5 habt, dass ihr euch denkt, naja, dann lasse ich es einfach an. Ihr seid irre langsam einfach und zwar nach den Kurven oder wenn ihr die Gänge wechselt. Man sieht es auch hier einfach, beim Zweier, er braucht ja dann irre lang, dass sich was tut. Ja, und deswegen meine Einstellungen oder mein Vorschlag, normalerweise schon schalten. Aber Traktion 1, ABS schwach und der Rest ist alles auf aus. Damit denke ich einmal, haben wir eine Basis und mit der können wir dann auch ein Fahrzeug einstellen. Denn ihr müsst immer eine Basis haben, wo ihr sagt, okay, ich habe annähernd die gleichen Fahrzeuge und die gleichen Einstellungen. Natürlich gibt es auch, wenn ihr die Einstellungen bei einem Ami übernehmt, der Ami ist nun mal ein Auto, das hinten sehr viel Kraft hat, der meistens ausbricht ohne Ende. Hier müssen wir dann wirklich über die Einstellungen arbeiten und nicht über die Fahrhilfen. Aber das sehen wir in einem anderen Video. Somit, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.